Ja, willkommen zur Folge Nummer 4. Es geht weiter mit Hogi im Haus und wir schauen mal, eine Tür haben wir hier direkt vor uns, was dahinter ist. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet! So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Musste man hier nicht hinter irgendwie den Hammer vertauschen mit Linkshänder, Rechtshänder oder sowas? Na gut, führen wir mal das Gespräch. Ich bin das Model. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich lebe in der WG mit Bernhard und Laverne. Wie schön für dich, wie schön für Bernhard. Wie schön für Laverne, wie schön für alle. Nun ja, eigentlich verbieten sie mir dauernd meine laute Musik. Ja, natürlich. Und tschüss. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Ach, das war jetzt aber gemein, ne? Mal sehen, das wird ja die Statue, die dann in der Gegenwart auch steht. Rechtshänderhammer, Tonne. Ob da wohl was zu essen drinne ist? Ich probiere mal, ob man das tauschen konnte. Irgendwie sowas war da doch. Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Ups. Ich bin ein Versager. Sag das nicht, Ned. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden.
weiß jetzt noch nicht, was mir das gebracht hat, aber irgendwas habe ich ja verändert. Okay, ich gehe mal wieder raus. Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf. Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. So, Dachboden gibt's auch noch. Dann mal hoch. Haben wir denn da wieder alles? Mal Betten. Naja, toll. Und Katze, Fenster. Eine Spielzeugmaus. Kann man die nehmen? Hoppla. Ups, die Katze ist wohl sauer. Erstmal angucken. Katzen stehen auf sowas. Kann ich die Katze hauen? Oh Gott, da krieg ich bestimmt wieder Ärger mit irgendwelchen Tierschützern. Räudiger, verlauster, verfressener Mäusemampfer. Tja, was nun? Rote Farbe, kann man die nehmen? Aber irgendwie scheint das dann... Ja, ist komisch, das scheint jetzt für die als Hotspot irgendwie nicht wichtig zu sein, oder? Passiert, wenn ich ein Bit benutze. Und dann? Ist das alles? Aha. Der Katze gefällt das quietschende Matratze. Jetsbett, normale Matratze. Kann ich die jetzt nehmen, die quietschende Matratze? Wohin damit? Ah, da könnte ich machen. Benutze, schiebe, drücke. Benutze quietschende Matratze mit dem anderen Bett. Ui. Sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Was bringt mir das dann nun? Jetzt müsste ich ja eigentlich gucken, dass die Matratze quietscht und die Katze dann vielleicht so abgelenkt ist, dass ich dann an die Spielzeugmaus komme. Das wäre doch jetzt die Idee, ne? Jetzt sage ich mal hier, nimm Maus. Jo. Was mache ich mit der Maus? Weiß ich nicht. Kann man das Fenster öffnen? Geht das nicht? Ich kann von hier das Dach sehen. So. Ist schon offen. Ach, das Fenster ist offen. Woher weiß ich das denn? Jetzt kann ich die nehmen. Aha, guck an. Kann ich aus dem Fenster rausgehen? Jo, kann man. Mach ich da mit diesen Sachen, ja. Geht's hier noch weiter? Nee. Das ist zu kompliziert für mich. Was gibt's denn alles? Zwei Fenster. Kamin. Da komme ich doch bestimmt ins... Komme ich da in den gleichen Raum? Das ist von einem Bett blockiert. Ah, okay. Ist der gleiche Raum. Wenn ich das jetzt benutze, lande ich unten. Tja, was mache ich denn jetzt? Jetzt
hat er gespeichert? Was mache ich mit meinem Zeug? Was habe ich denn jetzt alles? Spaghetti, komischen Hammer, Maus. Das hier, rote Farbe. Ah, vielleicht könnte ich mit der roten Farbe die Kirschen irgendwie so den Baum. Ich gehe mal raus, ich gucke mir mal Bäume an. Oder sowas. Mal sehen. Hier vorne stand doch irgendwo ein Baum, ne? Oder? Feld? Toiletten. Ach, Herr Franklin. Können wir mit dem mal reden? Hallo? Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Du bist verrückt, Ben. Ha! Das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Was ist so schlecht an Red? Was hältst du denn von einem Typ, der die letzten 4 Jahre versucht hat, einen Hammer für Linkshänder zu perfektionieren? Er ist verrückt. Und er klaut auch andere Leute Erfindungen, bevor sie diese überhaupt als Patent anmelden können. Nicht, dass ich böse wäre. Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Also, wo ist Red nun? In seinem Geheimlabor natürlich. Wo denn sonst? Wir sehen uns. Weiter so. Gut, Ben Franklin scheint uns gerade irgendwie nicht viel zu bringen. Irgendwo, meine ich, war noch ein Baum. Außerdem muss man irgendwie einen Kirschbaum machen. Da ist er doch. Und wenn ich den jetzt rot anmale, wenn das funktioniert, dann haben wir doch Kirschen, oder? Ja, da ist das Fenster, da kann er rausgucken und dann sieht er Kirschen. Dann kann er den Baum umhauen. Das ist, glaube ich, der Baum, auf dem Laverne hängt. So. Gehen wir wieder rein. Mal sehen, ob das schon irgendwie ein bisschen was bringt. Warum leuchtet das da unten so? Ne, wird nichts angezeigt. Den Herrn Hancock. Thomas Jefferson. Hatte der noch was zu sagen? Thomas. Nee, bis später. Alles so. Aber wenn er was? Nur. Was passiert später? Wenn er nur eine Sache für die Zeitkapsel hat. Was? Würste? Tinte? Klar, können wir den mit Zaubertinte bespritzen oder was? Er würde den Scherz nicht verstehen. Okay. Geben wir ihm eine Weinflasche, um die da reinzustecken. Sieht aus wie ein Weinkühler, ne? Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Okay. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Dann gucken wir noch
mal, ob Jefferson jetzt Kirschbaum, ne, hier George Washington Kirschbäume sieht. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast das... Okay, wenn ich das jetzt wieder sage, dann kann er ja nicht sagen, dass da kein Kirschbaum wäre. Ach, nehmen wir diesmal das Würdest erste. Du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Gut, das geht hier also nicht. Dann muss ich das doch mit der Oma nehmen. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh, du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen! Ich stecke hier fest in diesem... Voila! Du bist schon ein echter Mann! Ja, ich weiß. Ding, 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 ding. Wir sollen zu Laverne wechseln? Oder was? Gucken wir mal. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. So, wir können mit ihm reden. Machen wir Juhu, das. Mr. Tentacle Guy! Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Komme ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier rumrennen? Was ist das für ein Fenster? Hallo, mach was. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Wir kommen nicht durch, das ist doof. Ach, hier geht's nicht weiter. Lag das nicht irgendwie an den Antworten, die man bei dem... die man irgendwie beim Reden gab oder so? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Irgendwas war das doch. Reden wir nochmal mit dem. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Kleine Tentakel, also auf Toilette gehen haben wir gemacht. Ja, aber das hier mir schlecht. Oh, mir ist schlecht. Und dann? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen?
Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh. Sitz. Ruhig. Tentakelschema, menschliches Schema, was habe ich überhaupt dabei? Ich habe ein Skalpell. Nutze ich das damit? Damit? Mit einem echten Tentakel wäre das lustiger. Okay, kann ich das überhaupt irgendwie? Mit dem Diplom vielleicht hiermit? Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Ah. Okay, also irgendwie habe ich jetzt. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie Sie durch einen Saugnapf essen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wofür das gut ist. Brauche ich so ein Diplom noch? Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Kann man sonst was machen? Öffne Diplom? Was? Ja genau, was? Hä? Ziehe, schiebe, drücke? Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Okay, kann ich also wahrscheinlich nicht das nehmen. Das sollte ich nicht machen. Nein. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Na gut. Jetzt sind wir auch schon wieder bei Minute 22. Das irgendwie rast das Ganze, ja. Eigentlich ganz lustig. Und ich denke, ich mache einfach beim nächsten Mal weiter. Dann ist das immer eine ganz nette Zeit. Da kann man zwischendurch sich das ansehen. Würde ich sagen, dann bis Folge 5 dann. Ja. Tschüss.